Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen heute Apex Legends, ein Spiel aus dem Hause EA. So, Apex Legends ist ein reines Multiplayer-Game, wo man als Dreiergruppen auf eine Insel geworfen wird, sag ich mal ganz einfach. Und wir dementsprechend dann die Möglichkeit haben, unsere Gegner dementsprechend zu eliminieren, um als Sieger eines Matches hervorzugehen. Apex Legends ist ein kostenloses Multiplayer-Spiel. Man kann es aber klar beim PSN Store auf jeden Fall und ich meine bei Origins kann man es auch runterladen. Wie das bei Xbox ist, über dem Store von denen, weiß ich nicht, da ich kein Xbox besitze, kann ich dementsprechend auch keine Infos dazu geben. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal ins Menü gehen. Ich habe Apex schon ein paar Mal gespielt. Bin mittlerweile, lass mich jetzt nicht lügen, dann sind wir jetzt gleich Level 7. War Level 7? Komm, zeig dich. Level 7. So. Und ja, das geht eigentlich relativ fix. Also ich habe, glaube ich, insgesamt 15 Matches, 20 Matches, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, gespielt und auch schon mittlerweile einmal eins gewonnen. Hör mal, da habe ich aber gefeiert. Ansonsten bin ich echt einer, der nicht lange überlebt, weil ich früher habe ich Shooter sehr, sehr oft gespielt, aber jetzt in letzter, ich sag mal, seit den letzten gut 10 Jahren hat sich das ziemlich zurückgeschraubt. Wir werden erstmal in die Einstellung gehen. Gucken, ob alles ist, so wie ich das brauche. Redaktion Hinweise lasse ich gerne an. Tasten, das bleibt alles. Schadensfeedback haben wir auf jeden Fall. Was haben wir denn hier? Kreisförmige zeigt sowohl 2- als auch 3-dimensionale Anzeige. Wir lassen auf 3D. Stream-Modus lasse ich auf alle. Da werden dann die nur die Namen meiner Spielerkollegen gezeigt. Also, falls es da andere Spieler gibt, die nicht gerne sehen wollen, wie dass man ihren Namen da drin sieht oder was weiß ich. Und so sieht man, so ist das ziemlich eingegrenzt und man sieht wirklich nur die Namen von den Kollegen und nicht die von den Feinden. So, der Rest müsste eigentlich auch soweit stimmen. Das habe ich jetzt alles nicht so großartig verändert, bis auf die Streamer, bis auf den Streamer-Modus. So, ja. Und ich würde sagen, ich fange mit euch mal nochmal mit dem Tutorial an. Damit ihr mal so einen kleinen Einblick in Apex bekommt. Welcome to Apex Legends. I am Bluthundir. You can call me Bloodhound. Let us begin with basic movement. Complete the checklist on your HUD. So, wir haben die Möglichkeit zwischen, lass mich nicht lügen, das müssten, wenn ich noch richtig im Kopf habe, 8 Charaktere sein, haben wir die Auswahl. Jeder Charakter in dem Spiel hat bestimmte Fähigkeiten. Hier zum Beispiel den Charakter, ich kenne leider die Namen von den ganzen Charakteren leider nicht auswendig. Außer die ich natürlich am meisten benutze, das ist da vorne der Bloodhound, den ich warte mal, jetzt müssen wir springen, ducken, sprinten und rutschen. Follow me. Bloodhound, ja. Wo bleibt er? Da könnte er angerutscht. Inside the territories, you can find supply bins that carry weapons and resources you will need to survive. Open one.
So, richtig. Sobald man nämlich in eine Map reinkommt und man gelandet ist, hat man erstmal gar nichts. Man muss erstmal sich selber durch Strongbird, Kisten secure oder your in Holz. supplies. Your HUD will show what you have equipped. Follow the checklist to access and cycle through your inventory. Mache ich, nachdem wir die Sache erklärt haben. Wie gesagt, wir landen auf der Insel und haben erstmal nichts. Wir müssen erstmal in Häuser und in solchen Kisten gucken, dass wir erstmal Waffen kriegen. Beziehungsweise bestimmte. Achso, ich muss erstmal jetzt, bevor ich die nächste Kiste aufmachen kann, erstmal ein paar Sachen machen. Granate wechseln. So, Granate werfen. Und nach oben können wir unsere Gesundheit aufladen. Inside the supply bin, you will find a weapon and ammo. Arm yourself. So, und jetzt können wir schon unsere Waffen. The battle calls upon you. Slaughter as many targets as you wish. Ne, wir haben wie in allen anderen Shooter-Spielen auch, haben wir natürlich Each eine shot is riesen Waffe mit important einem as rare Arsenal, as the was wir zur weapon you Verfügung hold. haben. Grab a second weapon. The field is full of choices. Ja, jetzt sollen wir eine zweite Remember, you Waffe can carry aussuchen. only two weapons. Ich weiß nicht, Two kleine weapon or Waffen weapon, you oder must swap irgendwas, out the was one you are nah holding. ist. Fangen wir mit Choose der your an. new weapon. So, Waffe wechseln. Und Waffe tauschen heißt, wir suchen unsere Waffe aus. Wenn wir die Waffe nicht mehr haben wollen, müssen wir die gedrückt halten. A powerful key Super. to becoming an Apex Legend is communication with your brethren. You can ping different locations, objects, and enemies depending on where you're looking. Follow the checklist to cycle through your pings. Okay. Wir haben natürlich auch dementsprechend die Möglichkeit, wenn wir einen Feind sehen oder weil wir werden immer ein Dreiergrüppchen spielen, dass wir dann unseren Mitspielern sagen, wenn wir gerade nicht mit dem im Speak sind, dass wir denen halt kurze Let's go Anweisungen geben this können, way. wie zum Beispiel geh dahin oder Achtung, da ist ein Contact Feind. hostile. Können sagen, ey, guck mal, hier ist Munition. Large ammo here. Ey, guck mal, da ist eine Waffe. Just seven Und dann scouts natürlich here. auch dementsprechend andere The Old Father Möglichkeiten, blesses you. Anweisungen zu geben, wie Pathfinder zum will continue Beispiel, your training. geh hier hin. I will see you again, my fellow fighter. We may even shed blood together. Danke, Blatter. So, jetzt werden wir noch ein bisschen herumexperimentieren. Ja, geht doch gar nicht mal so schlecht. Ui, das ist mal ein bisschen daneben. So, was halte. Achso, wenn man den gedrückt hat, dann ist die Waffe weg. Ah, ja. Sollte man, glaube ich, im Kampf eher weniger machen. Oh, war stehen geblieben. Bei den vielen, ach, besonders bei den verschiedenen Charakteren natürlich. Jeder Charakter hat natürlich seine spezielle Fähigkeit. Ne? Sie ist zum Beispiel mehr die Medizinerin, die kann dann dementsprechend, meine ich, einen Roboter hervorholen, der dann das, die Leute heilt. Hi, friend. I'm Pathfinder. I'm excited to fight you in the ring, but first, let me give you some helpful tips. Working together in a squad is very Here is your important squad and mate, very a fun. Digital utility Mach-Man intelligent example, or dummy for short. During a match, you or your teammates can get knocked down. But don't worry, with skill, everyone can have the chance to be revived. Just approach your dummy and hold the prompt button on your HUD to revive them. Gut, machen wir. Also wenn einer zu Boden geht, dementsprechend verletzt ist, können wir ihn auch schnell heilen. Das kann jeder Charakter. Great! Welcome back, dummy! Now here's a good thing to know. Each one of Give us it has a try unique and heal tactical your friend. ability. Just hit you the tactical are button lifeline, on your and you HUD. have a health drone that distributes health to anyone next to it. Mein Gott, der hat den anderen noch das nicht ausgesprochen, fängt schon mit dem nächsten an. Wie gesagt, und sie hat die Fähigkeit, einen Druiden rauszuhauen, der unsere Kollegen dann heilt, beziehungsweise uns selber. Great job. Helping out your squad is the best, but sometimes they die. Don't worry too much. You still have a chance to bring your friend back. Approach Dummy's stash and grab their banner. Ganz einfach gesagt, sollte derjenige nicht, können wir denjenigen nicht retten, weil er Hilfe braucht und irgendein anderer Gegner tötet ihn dann währenddessen. Entscheidet diese Kiste. Diese Kiste können unsere Gegner das Inven. Ach, guck mal, da steht sogar mein Name. Die Waffen können die Gegner von unserem Kollegen die Waffen und dementsprechend die Ausrüstung stehlen. Oder wir haben die Möglichkeit, ein Abzeichen von der Kiste mitzunehmen, wie das hier. Great.
You can use that banner to bring back your friend through any active respawn beacon. Wenn der Kollege lange genug im Approach the respawn beacon and when prompted, hold for activation. Machen wir. Und wenn der Kollege dementsprechend auch im Spiel bleibt und nicht sich aus dem Match rausgeht, haben wir die Möglichkeit, den dann so wiederzuholen. Be careful. It takes some time. Über einen respawn Punkt. You could get shot. That wouldn't be good. You did it. Here they come. Ach, da kommt der Flieger. Welcome back, dummy. Here's another thing. Like our tactical abilities, each of us has an ultimate ability that you can use when it's ready. As Lifeline, your ultimate calls in a Lifeline package that delivers all types of defensive loot from large health kits to high-tier body armor. Looks like dummy needs some stuff. Call in your Lifeline package to help them out. Kurz gesagt, jeder Charakter hat noch eine ganz spezielle Fähigkeit. Sie kann zum Beispiel, wenn wir L1 und L2 zusammendrücken, ein Paket rufen. Achso, also natürlich auch dementsprechend einander. Ah, mit R2. Manu, du musst schon aufpassen. Dementsprechend, da hinten machen wir das, okay. Ich kann zum Beispiel jetzt so wie hier so ein Paket rufen, wo dann ganz spezielle. Ich hab da angefordert. Jetzt. Wo dann ganz spezielle Sachen hier drin sind, wie zum Beispiel Zusatzsachen für Waffen, wie zum Beispiel für ein Scharfschützengewehr, ein Zielfernrohr. Oder Rüstungen oder Medikits und sonst was dergleichen. Oder eine Schildzelle. Oder hier zum Beispiel den Helm. Und hier zum Beispiel für eine Waffe, das ist ein Schaft. Für ein Sturmgewehr zum Beispiel. Oder für die Handfeuerwaffe, die. Warte, nee, ist ja keine Handfeuerwaffe. Für die kleine MP, die wir hier haben. Und das war auch schon das Tutorial, das geht gar nicht so lange. Ich hätte mich mehr gefreut, wenn wir bei dem Tutorial die verschiedenen Charaktere nochmal so einzeln erklärt bekommen mit den Fähigkeiten. Na, jetzt ist man so gesehen gezwungen, bei jedem Charakter sich so die Fähigkeiten im Spiel dann halt selber herauszufinden. So, gehen wir nochmal ganz kurz zu den Charakteren. Hier haben wir zum Beispiel den Bloodhound. Der Bloodhound hat dementsprechend die Fähigkeit, dass der, die normale Fähigkeit von dem ist zum Beispiel ein Scanner. Dass er einen Scanner aktivieren kann, damit man die Feinde rundherum ab einer gewissen Distanz einigermaßen sieht. So, der Gabrielator ist, wie man schon sieht, eine ziemlich gute Kante. Und der kann so ein spezielles Schild aufbauen, ne? Wo die Leute dann schützen können. Und dementsprechend sind die dann so lange in dem Schild sicher, bis ein Gegner in das Schild tritt oder das Schild dementsprechend sich auflöst. Lifeline ist diejenige, die wir gerade hatten mit den Roboter. Pathfinder. Mit dem Pathfinder spiele ich persönlich auch sehr gerne. Der Pathfinder hat die schöne Eigenschaft, der hat einen Enterhaken, mit dem man sich die Leute ranziehen kann oder dementsprechend, wenn eine große Klippe ist, springe ich meist dann über die Klippe und versuche dann mit einem Enterhaken mich auch rüber zu angeln. Ne, das funktioniert auch sehr, sehr, sehr gut. Raid. Mit der habe ich noch nicht so oft gespielt. Aber ich meine, sie hat die Fähigkeit, sich unsichtbar zu machen und die Spezialfähigkeit für ihr, mehr meine ich, wäre Teleport. Die kann zwei Teleportationspunkte erstellen, damit man dementsprechend schneller spawnen kann. So, dann haben wir Bangalore und sie hat, glaube ich, Rauchgranaten, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Die beiden hatte ich noch nicht, den Mirage und den, wie heißt er, Caustic, die habe ich noch nicht gespielt, weil, wie ihr seht, muss man die erstmal freischalten. Das kann man den entsprechend über die Token,
Weil je nachdem, wie oft man levelt, kriegt man dementsprechend die Token. Oder man kann die über diese Credits, die man mit Echtgeld dementsprechend kaufen kann, freischalten. So, dann haben wir noch verschiedene Skin-Pakete, die man sich leisten kann. Und. So, das war jetzt hier Gequatsche auf einmal. Jetzt holen wir erstmal Luft. Ich hoffe, ich habe die Namen alle richtig ausgesprochen. Gibraltar? Gibraltar? Lifeline, Pathfinder, Raid, Bangalore. Ja, wird schon schief gehen. So. Ich würde sagen, wir starten einfach mal ein Match. Apex Legends. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, uns den Charakter auszuwählen. No cluster foxtrots in my unit. Let's run this. As one, we will be gifted with victory. Ja, und wie ihr seht, mit Level 7 ist man nicht gerade der King. Ne, da haben wir einen mit Level 61 und der andere gibt schon Level schon gar nicht mehr bekannt. Der Champion Squad. Wenn wir den killen, kriegen wir 500 Punkte an Erfahrung mehr. So, ihr könnt vorstellen, wo wir hinspringen wollen. Es gibt immer einen Jumpmaster, der entscheidet dann dementsprechend, ob wir hinspringen oder wir haben die Möglichkeit, einfach selber abzuspringen. Problem ist bei dem Spiel, man müsste echt im Team arbeiten und zusammenbleiben, damit das echt sehr gut funktioniert. Wie wir sehen, der andere Kollege da unten, der ist schon ganz woanders. Heißt aber, wenn der stirbt, können wir nicht mal eben dahin und ihm helfen. Ne? Also man sollte schon, man ist ja echt gezwungen, als Team zusammenzuarbeiten. Das sollte man auch ziemlich tun. Wenn man dementsprechend auch ein paar Leute hat, funktioniert das auch ohne Verständigung. So, jetzt gehen wir ganz schnell in ein Gebäude, damit wir ganz, ganz schnell ein paar Waffen klar machen können. Mitnehmen, was geht. Vor allen Dingen immer schön die Augen versuchen offen zu halten. Wie gesagt, ich bin da auch kein Pro-Spieler, um Gottes Willen. Ne? Ich bin froh, wenn ich die ganze Geschichte überlebe und einigermaßen ein paar Kills mitbringen kann und auch das einigermaßen gut abläuft. Weil das Spiel macht schon, wenn man mit der richtigen Truppe unterwegs ist, macht das schon Fucki. Da haben wir einen Kollegen hier oben. Dann haben wir so eine kleine Übersicht hier. Ja, siehst du, das habe ich gesagt. Er ist jetzt gestorben und wir kommen nicht mal eben dahin. Man sollte auch echt schön die Augen offen halten.
Das Entscheidende bei dem Spiel ist, dass wir natürlich als letzte Truppe überleben. Man sieht auch keinen, ne? Kann natürlich sein, dass wir jetzt die längere Zeit hier alleine bleiben. Oder wir gehen natürlich weiter. Das müssen wir dann entscheiden. So, weil ich natürlich einen See werde ich natürlich. Na gut, machen wir das. Der Vorteil an dem Spiel ist, die Runde dauert nicht ewig. Nach einer gewissen Zeit werden die Gebiete eingekreist und wenn man in diesem Gebiet bleibt, was nicht mehr in diesem Kreis ist, verliert man halt auf Dauer Energie. Aber viele, die natürlich schon dementsprechend ein hohes Level erreicht haben, sieht das natürlich sehr mickrig aus, wie das, die überleben natürlich auch länger in dieser Todeszone, sag ich jetzt mal. Peacekeeper hier. Objekt hier. Close range. Ja, danke schön. Das ist sehr lieb. Und der Kreis wird halt immer kleiner und kleiner und dementsprechend kommen die Leute irgendwo zusammen. Und dementsprechend hat man dementsprechend die Wahl, ne, dass man sich dann halt nur noch gegenseitig platt macht. Was ich aber auch nicht schlecht finde, weil das sich sonst wirklich sehr, sehr, sehr lange in die Länge zieht. Und das haben die schön gemacht. Und ich finde, auch grafisch und spielerisch macht das Spiel mir persönlich Spaß. Und ich sag, es kostet nichts. Ne? Wenn du einen PC hast oder eine dementsprechende Konsole und willst mit den Freunden echt ein bisschen zocken und ein bisschen im Team spielen, ist das eine schöne Sache. Ich kann es nur empfehlen. I need shotgun ammo. Oh, Rüstung. Ich habe glaube ich gar keine Rüstung. Wenn es weiter geht, sollten wir vielleicht mal überlegen, dass wir vielleicht mal ein bisschen weiter gehen. Der Kollege, der ist ja schon ein paar Level höher als meine Willigkeit, von daher. Munition ist immer gut. Wir sollten mal so langsam die Augen offen halten. Na, siehst du, da haben wir schon. Die Runde 1 ist nämlich jetzt gleich abgeschlossen. Heißt, wir werden gleich. Beziehungsweise der Ring, der Kreis wird nämlich jetzt immer kleiner. Wenn ich die Munition, glaube ich, nicht brauche, nehme ich sie trotzdem mit. Da bin ich ein Looter hoch 10. Auch wenn ich sie nicht brauche. Man kann es ja mal gebrauchen. Also Schild ist voll. Ich sehe aber auch keinen. Hier ist mir keiner entgegengekommen. Welche. Warte mal, ich hab da irgendwo einen Scout, ne? Ja. Mann, der schreit jetzt bestimmt Kämpfer! Ja, auch ich bin manchmal ein Kämpfer. Aber nur manchmal. Ich weiß, ich habe noch nie die Special-Fähigkeit von dem Pathfinder ausprobiert. Ich glaube, dann mache ich jetzt mal. Ah, dann kann ich über eine größere Distanz. Jetzt habe ich's. Kann ich wieder abschalten? Oh Gott, wie kann ich wieder abschalten? Ah, so kann ich das. Ich glaube, wir werden gleich Besuch kriegen. Let's explore this way.
Never mind. Wir müssen mal gucken, Ausschau halten, nicht, dass die uns gleich hier besuchen kommen. Hostile over there. Vor allen Dingen, oh, ich habe kein Schar, ich habe kein Zielfernrohr. Ja, nix da. Ich hab dich gesehen, du Kleiner. I am taking fire. Hostile spotted. Hinterm Baum. Healing my wounds. Beginning ring countdown. Hostile spotted. Lucky us, we are already inside the ring. Ah, der kommt rum. Wir müssen uns gleich hier erstmal irgendwo in Sicherheit bringen, echt. Machen wir die Tür zu. Taking a moment to recharge my shields. Enemy over there. Wo ist der? Reloading. Attention. The champion has been eliminated. A champion just fell. Nächster. They must not be very good. Und jetzt gibt es hier noch irgendwo einen Eingang? Ich sag dir, die Problem ist, die kennen die mehr besser als ich. Oh. Ich sehe keinen mehr. Die warten. Gott. Da will mich jemand loswerden. Ist er noch reingekommen? Ach, scheiße. Der Mirage hat nämlich die Fähigkeit, glaube ich, sich zu duplizieren. Wenn einer versucht zu flüchten, merke ich das gar nicht. Sollen wir es riskieren, mal rauszugehen? Komm, wir gehen einfach raus. Was war der denn? Warte, schon mal runter. Runter, abhauen. Nix da. Hau ab. Hau ab. Shit.
That didn't work out too well for you, pal. Ah, ich glaube nicht, dass unser Kollege uns retten kann dementsprechend. Aber ich finde, ich habe ziemlich gut lange gehalten. Ich weiß gar nicht, wo liege ich denn? Ach, der ist unten. Nee, ich glaube, das wird so nichts mehr. That's our brethren's banner. It should be ours to protect. Obwohl, der ist auf dem Weg zu mir. Keine Gegner. Problem ist, der Scan geht natürlich auch nur über eine bestimmte Reichweite. Ich habe versucht zu flüchten. Oh, da kommt er nicht ran. Da kommt er nicht. Das ist eine ziemlich beschissene Position. Elf Leute sind da über. That's our brethren's banner. It should be ours to protect. Ne, ich glaube, Respawn-Zeitüberschreitung. Ne, ich glaube, der kann mich gar nicht mehr wiederholen, oder? Geht das noch? Ne, er kann mich nicht mehr wiederholen. Das ist vorbei. Na gut. Werden wir auch nicht lange den Kollegen aufhalten. Und gehen mal raus. Weil das bringt das sonst nichts. Was mich nur frage ist, was ist denn, wenn ich zu früh rausgehe aus dem Spiel? Sind dann meine... Nee, kann ja nicht. Ich bin ja jetzt Level 8. Also heißt, ich habe Punkte schon bekommen. Ah, okay. Na gut. So, ich hoffe, dass euch die erste Folge von Apex Legends gefallen hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt der Folge einen Daumen hoch, lasst ein Abo da oder auch dementsprechend einen Kommentar. Klar, die erste Folge wollte ich euch ziemlich viel erklären, war ziemlich viel Quatsch dabei, was sich aber in nächster Zeit ein bisschen ändern wird, da wir uns dann halt mehr auf das Spiel konzentrieren. Klar, den einen oder anderen Charakter werde ich bestimmt auch nochmal spielen und versuchen, euch den ein bisschen näher zu bringen. Aber ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinkriegen werden. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, du besuchst mich das nächste Mal wieder. Tschaußen!